some restriction. It's only specific places that it's not good to wear niqab. And I am with this kind of law. So I think when they forbid women to wear niqab in all public places, I think it's not good, because the history of Austria, it's a little warum er Strafen für Burkaträgerinnen zahlt, denn er sagt, die Geschichte Österreichs ist nicht so angelegt, dass eben ein Burkaverbot angemessen sei. If a woman wants to wear niqab, I will defend the liberty. If a woman doesn't want to wear niqab or hijab, I will defend also. But for do you support stoning of women? I am only supported the liberty. Wie viele Strafen das ausmacht, hier 200 Euro, dann wieder 300 Euro, und das wird er eben alles übernehmen. Rashid Neckers wird diese Strafen bezahlen. Genau, denn seit Oktober 2017 ist ja das Burkaverbot in Kraft. Und Rashid Neckers hat es eben als seine Aufgabe angenommen, diese Strafen zu bezahlen für Burkaträgerinnen, die eben gegen das Gesetz verstoßen und damit sich schuldig machen und Strafen begleichen müssen. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? What's your next step? Alors maintenant. In English. Okay. Also das Medieninteresse ist hier sehr groß, wie wir sehen. The representative of Rashid Neckers ist ja nicht zum ersten Mal in Österreich. Which defend the liberty of the woman. So I will give him. Er gastiert hier eben gerade vor dem Bundeskanzleramt und richtet seine Worte auch an den Bundeskanzler. The women here who are wearing niqab contacted me, and then they have a representative here, so I'm going to give him the money to pay the fine. 10 Strafen insgesamt will Neckers finanziell begleichen und gleichzeitig medienwirksam eben erneut Kanzler Sebastian Kurz herausfordern mit dieser Aktion, die er im Übrigen auch schon in anderen europäischen Ländern durchgezogen hat. Also Rashid Neckers, der Burka-Millionär, ist wieder in Wien vor dem Bundeskanzleramt. Er wendet sich an Sebastian Kurz, an den Bundeskanzler, und spricht sich klar gegen dieses Verhüllungsverbot aus und will eben die Strafen übernehmen, die eben im Zuge dessen verhängt werden. Das Ganze soll einen symbolischen Charakter haben. Wir sind wieder live vor dem Bundeskanzleramt und hören zu, was Rashid Neckers zu sagen hat. Das Geld übergeben. Das Geld soll dann eben auch ins Bundeskanzleramt kommen. Offenbar möchte er das an Bundeskanzler Sebastian Kurz übergeben. Natürlich symbolisch in dem Fall, weil er natürlich sagt, er ist gegen dieses Verhüllungsverbot und er versteht nicht, warum Österreich, das ja eigentlich einen guten Ruf hat im Ausland, solch ein Gesetz beschließt und sich gegen Minderheiten wendet. Das hat Rashid Neckers jetzt vor eben vor der Presse verraten. Er sonnt sich hier auch in der Menge und bereits 1532 Strafmandate hat Neckers in Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Deutschland schon beglichen. Also wirklich eine geplante Aktion, die er hier durchführt, eben um aufmerksam zu machen, dass er strikt gegen das Burka-Verbot ist. Letzten Oktober ist er schon wieder da gewesen. Da haben wir ihn ja auch gesehen. Da ist er dann auch von der Polizei mitgenommen worden, weil er eben sich damals selbst verhüllt hat und diese Verhüllung quasi nicht abnehmen wollte. Hat dann auch Strafe bezahlen müssen. Und jetzt ist er wieder da, um eben einen symbolischen Akt zu liefern. Insgesamt hat er bereits 305.000 Euro bezahlt für Strafmandate wegen Burka-Verbots. Also wirklich eine stolze Summe. Das Medieninteresse ist groß vor dem Bundeskanzleramt. Man sieht es, also Rashid Neckers sorgt durchaus für Aufsehen. Zieht durch Europa und begleicht Strafmandate für Burkaträgerinnen. Würde mich interessieren, ob sich das bereits herumgesprochen hat und Burkaträgerinnen aus ganzer Welt quasi unbesorgt nach Österreich reisen oder in andere europäische Länder mit
und ihm eben dann die Strafen zukommen lassen, weil er sagt ja, das wird er übernehmen. Und dann Sebastian Kurz will er eben heute die Strafen, die offen sind und die an ihn übergeben wurden, eben begleichen. Seit Oktober 2017 ist das Burka-Verbot bzw. das Verschleierungsverbot in Österreich bereits in Kraft. Also es ist ihm egal, ob er eine, zwei oder drei Millionen zahlen muss, es ist ihm völlig egal, wie hoch die Strafen sind, er wird sie begleichen. As we said, I have the liberty, financial liberty, so I can do what they want. Three days ago I was in Washington, yesterday, before yesterday I was in the south of France, today I am in Washington, after tomorrow I will be in Österreich. I go everywhere. I was 2 months ago in Myanmar, in Germany, so I have the chance to move where I want to different liberty. I do not defend only Muslim liberty. I defend all kinds of liberty. I defend the Tibetan, I defend the Rome in Hungary, I defend all kinds of people who have problem with government concerning the question of liberty and dignity. Auf jeden Fall eintreten für Menschen, die ihrer Freiheit quasi beraubt werden, ihrer freien Entscheidung, sich so zu zeigen, wie sie wollen. Und ihre Freiheit auszuleben. This point because in a democratic system where wichtig, dass alle verstehen, dass eben gerade in einem demokratischen System die Meinungsfreiheit ein entscheidendes Gut ist. So when I pay fines, I respect the law. That's why what Mr. Kurz said that it would be consequences with the justice. I told him. Which kind of consequences? Because I'm respecting the law. If I do not respect the law, I'm okay to go in jail. But which reason? Which reason? I think it's a good thing for the government to know that there are person here in Europe or in Austria who are respecting the Austrian. Das Parlament durchaus wissen und die Regierung durchaus wissen, dass er das respektiert hier, aber nicht gut heißt. Deswegen auch dieser quasi friedliche Protest gegen das Burka-Gesetz. Damit kommt er niemandem zu Schaden, aber er bewahrt auch gleichzeitig den Frauen, die ihr Kopftuch, ihre Niqab, ihre Burka tragen wollen, dieses Recht. Schon kurz nach dem Gesichtsverhüllungsgesetz, nach dem Inkrafttreten des Gesichtsverhüllungsgesetzes ist er schon das erste Mal in Wien gewesen, und zwar im vergangenen Oktober, und hat eben da eine Aktion abgeliefert. Last time you were wearing a mask, why didn't you choose one today? Das letzte Mal haben sie eine Maske getragen, warum nicht heute? Austrian policeman gave us fine. So it was symbolic. But now I am in other way. I just want to show that I'm respecting the Austrian law. And I will be here every 3 months to pay fines. Damit er eben zeigt, dass er das respektiert, und er wird jetzt alle 3 Monate kommen, um eben die offenen Strafen zu zahlen, sagt er. Netherlands, in Germany and in Austria also. Wie groß die Rechnung dann im Endeffekt wird? In Deutschland war er schon, jetzt ist er wieder in Österreich. Startet offenbar immer wieder eine Rundreise, um Strafen zu bezahlen. Scheint ein tagesfüllender Job zu sein. Also beim letzten Mal, wie gesagt, hat er ein Porträt von Sebastian Kurz getragen. Und das ist ebenfalls gegen dieses Gesetz natürlich verstoßen. Wie waren eigentlich die Reaktionen von Ihrer letzten Aktion, wo Sie eben diese Maske getragen haben, fragt Juliane Mitschke ihn gerade. Er war sehr überrascht von den Reaktionen. Es gab nur wenige, die das nicht verstanden haben, aber der Großteil der Reaktionen war hervorragend. Is not wearing niqab, she's normal, she's like you, you know, she's American. So now they know me more than before. So I was very surprised by the good reaction of the people. That's why I'm here. Also die Leute haben gut reagiert, jedenfalls, betont er nochmal. Und jeder spricht eben auch über seine Präsenz, wenn er eben kommt. Also das sieht man ja jetzt auch, das große Interesse an seinem neuerlichen Besuch in Österreich.
Die österreichischen Leute verstehen hoffentlich jetzt seine Position. Er sagt immer Australia statt Austria. Ich weiß nicht, ob er genau weiß, wo er ist. Auch schon aufgefallen. The civil liberties of the woman, Muslim or not Muslim. Did you get any reactions of your book? Last time you were bringing a present, your book. Did you get any reaction? Letztes Mal hat er ein Buch mitgebracht, hat es darauf eine Reaktion gegeben. Bis jetzt ist es gute Reaktion, die er darauf bekommen hat, sagt er wieder. Über sein Leben und über seine Philosophie steht ihm da viel drin. Die Position gegenüber Moslems überdenkt. Die Frage unserer Reporterin war auch, ob eben Sebastian Kurz reagiert hat. Letzten Oktober ja, sagt er, jetzt noch nicht, also heute noch nicht. We are living a very nice moment now here in front of his office. He's not afraid, because he knows me more than before. And what are your plans for today? Was planen Sie heute noch? Today. I mean, now you paid the fees. Yes, yeah. Sie haben die Strafen bezahlt. My role here is only paying fine and explain my position. Seine Rolle ist eben nur, eben die Strafen zu zahlen und zu erklären, warum er das macht. Und das hat er eben getan. Sagt er, ist quasi seine Mission erfüllt. To do pedagogia, to explain who are these women, why they wear niqab. Genau, und man soll eben auch die Position der Frauen klar machen. Warum tragen sie niqab? Warum tragen sie Burka? This kind of people, and I think that in a democracy, the most important thing is to create debates with people who are different of us. Die Meinungsfreiheit, die Freiheit, das zu tun, was man tun will, solange es eben nicht gegen ein Gesetz besteht, sollte das Wichtigste in einer Demokratie sein. Darauf will er aufmerksam machen. Er will nicht anecken, aber er will eben auf eine friedliche Art und Weise Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken. The problem of Islam to win election. This is my point of view.